Wir sind heute bei Bücher Heimann in Rahlstedt. Hier verrät uns Buchhändlerin Laura Gnake ihre Top 3 Buchtipps zum Thema Bienen. Ja, das erste Buch, über das wir sprechen, ist die Geschichte der Bienen von der norwegischen Autorin Maja Lunde. Worum geht's denn in dem Buch? In dem Buch werden 3 Familien beschrieben, die sich alle mit der Geschichte der Biene beschäftigen, und es spielt in 3 verschiedenen Zeiten, also einmal in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Für welche Leser ist das Buch denn gut geeignet? Es ist praktisch für alle Erwachsenen, es ist ein belletristischer Roman, es ist ein ganz toller Schmöker, der aber ganz viel Wichtiges enthält und sehr viel Interessantes über Bienen beinhaltet. Warum ist es denn deiner Meinung nach lesenswert? Weil es auf sehr sanfte Weise an das Thema Bienen ranführt und sehr gut beschreibt, was passiert, wenn es keine Bienen mehr gibt und wenn die ausgestorben sind. Lauras Fazit. Das zweite Buch, über das wir sprechen, ist Schau, was machen die Bienen? Das ist ein Kinderbuch von der Autorin Katarzyna Bajorewicz. Worum geht es denn in diesem Buch? Das Buch ist ein Wimmelbuch für Kinder, in dem erklärt wird, was die Bienen das ganze Jahr über so machen. Das bunte Kinderbuch ist bereits für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Und auch für alle Eltern, die das Buch zusammen mit ihren Kindern lesen wollen. Viele Illustrationen und Wimmelbilder sorgen für ein buntes Lesevergnügen. Zudem gibt es zahlreiche Bastelanleitungen. Das meint die Expertin. Das dritte Buch, über das wir sprechen, ist Wir tun was für Bienen von Cornelis Hemmer. Worum geht es denn in dem Buch? Das Buch bezieht sich auf die Unterschiede zwischen Honigbienen und Wildbienen und gibt Menschen, besonders die in der Stadt leben, Tipps, wie sie die Bienen erhalten können. Für wen ist es denn geeignet? Also praktisch für Stadtmenschen, die jetzt Hobbyimker werden wollen, oder? Es ist für jeden geeignet, der sich für Bienen interessiert und für deren Erhalt. Es ist auch nicht nur für Leute, die jetzt mit Imkern anfangen wollen, sondern für alle, die was dafür tun wollen, dass die Bienen weiter gut leben können, auch in der Stadt. Und warum ist deiner Meinung nach das Buch lesenswert? Weil es viele sehr einfache Tipps gibt, mit denen man eben dafür sorgen kann, dass die Bienen einen guten Lebensraum haben. Und es ist sehr informativ und bringt einem das Thema einfach nochmal viel näher. Vielen Dank. Lauras Fazit. Wir sind überrascht, wie viele spannende Bienenbücher es gibt und was man da alles lernen kann.